Hat der Xyphlon denn auch schon so mal gespielt? Ich überlege gerade, ob ich den Twitch-Chat doch einblende, einfach, dass ich mich persönlich ein wenig sicherer fühle. Ich glaube, es bringt nicht viel, wenn wir hier hinten lang gehen, es sei denn, hier oben hat es ja vorhin irgendwie rumgerumpelt. Das glaube ich schon wieder. Wieso sieht das so komisch aus? Ach ja, nicht drin. Hier ist immer noch zu. Da wird hier wahrscheinlich auch noch zu sein. Vielleicht gehen wir mal zurück. Ich meine... dass wir schon irgendwo mal so ein Ding gesehen haben. So eine Tür, wobei das braucht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ey, ich schau mal. Ah, genau. Händchen halten. Ich habe meine Mütze auf, weil das die genau die Mütze ist, die ich auch zum Neujahresspecial anhatte. Und weil diese Mütze Stil hat. Mehr kann man dazu nicht sagen. Storage Service Station Robot Dock. Robodock. Was? Ja. Ist ja fast wie auf dem Rummelplatz hier. Aber auch nur fast. Hier waren wir vorhin. Der chillt immer noch seine Basis. Ah ja, genau. Hier sind wir wieder am Anfang. Nee, hier. Alter. Hier werden wir, denke ich mal, nicht fündig werden. Neujahrsfrist. Ja, meine... Ja, am Neujahrs... Ja, Wäsche mache ich auch immer nur am Neujahr. Ah ja, alles klar. Goodie, Xyphlon, hau erst mal rein, wenn du nicht schon wieder weg bist. Der gute Xyphi möchte sich auch nicht spoilern. Ah, ich dachte gerade, die Lichter sind erst angegangen. Der gute Xyphi will sich auch nicht spoilern lassen. Ich spoilere mich gerade selber, indem ich spiele. Ja, jetzt bin ich aber leider gerade ein bisschen confused. Weil dieses Ding da hinten nicht funktioniert. Und ich gerade nicht weiß, wo man sonst noch lang gehen könnte. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch so ein anderes Tor. Ich höre zu. Und ich werde böse. Aber mein Bösesein vergeht ganz schnell, wenn hier irgendwelche komischen... Ah. Das ist da vorhin passiert. Zuge... Okay. Das war vorhin noch nicht offen. So langsam gefällt mir die Atmosphäre ein wenig besser. Es sieht sehr einladend und vertrauenswürdig aus, finde ich. Hier sind wir ganz am Anfang gewesen. Und hier ist eine Sackgasse. Nee, hier ist eine Tür. Toll. Bringt uns viel. Den Raum gehe ich, glaube ich, nicht nochmal rein. Es sei denn doch, hier war doch auch so ein Omni. Hier. Hier. Das Ding betätige ich mal ganz sicher nicht. Ich glaube, das ist eine Alarmanlage. Ach so. Ah, ich soll mein Omnityl... mein Omnityl... Das war ein Mikrofon hier abgeleckt. Ja, ich höre, lese. So, ich steck mal mein Omnityl rein. Lesen. 23 Terabyte wurden transferiert. Service Console Optimum 3, including Pilot Seat, activated. Cool. Inventar.
Einfache Stretch-Anzüge 1 bis 6. 1, 2 und 4 sind okay. 3 unbekannte Kontaminierungen, 5 und 6 in Verwendung. Omnitool. Werkzeugchip verwalten, Werkzeugkasten ver... Hallo? Ich war noch nicht fertig. Werkzeug... Warte mal, haben wir hier. Willkommen zurück, Luise Y, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ihr Omnitool ist in einem perfekten Zustand, aber nicht mit einem Werkzeugchip ausgerüstet. Beachten Sie, dass Ihr FST-Kit einschließlich Ihres standortübergreifenden Sicherheitsanzugs ohne einen Werkzeugchip nicht verfügbar ist. Um weiterhin über Ihre Privilegien verfügen zu können, setzen Sie bitte einen Werkzeugchip ein und führen Sie das Update aus. Wir brauchen einen Werkzeugchip, okay? Systemstatus. Y. Irgendwas. Setup ausführen. Warnung. Fernzugriff abgelehnt. Warnung. Server offline. Warnung. Hauptstromversorgung ausgesetzt. Wow. Setup 1 A41 IU ausführen. Programm unzuverlässig. Verweigert. Notfallsysteme 13 Tage verbleibend. Das hier ist, weiß ich nicht. Sieht ungefähr so aus, wie als wenn ich programmieren würde. Werkzeugchip verwalten können wir noch nicht. Cortex-Chip. Sie werden derzeit von der voreingestellten Onboard-KI gewartet. Helper Jane. Bitte beachten Sie, dass die Installation eines Cortex-Chips den Helper außer Kraft setzt und Ihre Nutzererfahrung entscheidend verändern kann. Was ist ein Cortex-Chip? Kann man das hier freischalten? Orientierung. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 Security Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Strohmeyer. Strohmeyer. Ganz klar. Können wir ihn nun verwalten? Ich glaube, wir müssen ihn erstmal finden. Wie kann ich den jetzt wieder... Hallo? Wie komme ich nie wieder raus? Wie? Was? Ah! Ah, das dürften solche Chips sein. Sind das alles die gleichen? Erinnert mich ein bisschen an einen klassischen Amiga. Omnitool. Verwenden Update. Wie geil. Führen Sie zur Bestätigung der FST-Kit-Installation und der jüngsten Sicherheitscode ein Update aus. Wie realistisch es auch noch gemacht ist. Toolchip Security Cipher. Updated. Version 2.5, Level 3. So, okay, vielleicht können wir jetzt durch diese Tür da durch. Eigentlich können wir auch diesen Weg jetzt nehmen. Der dürfte kürzer sein. Ihre komische Geräusche. Das sind eh ständig komische Geräusche. Nee, wieso sollte der Channel einen Bot haben? Karl? Geil, das... Ach, warte mal, scheiße. Ich glaube, wir brauchen ja so einen Anzug, wa? Lieber nicht drin. Fällt mir gerade ein.
Der Xyph hat hier irgendwas geschrieben. Achso, ja. Xyph hatte schon im Voraus irgendwie ab... Ich dachte gerade, der Boden wackelt. Im Voraus irgendwie gewusst, dass ich so mal spielen werde. Ich weiß aber nicht, wieso. Hier hing... Kann ich so ein... Ah ne, kann ich gar nicht. Och Manno, ich dachte, wir können uns einen Anzug nehmen. Ja, werte dunkle Schwester, Python. 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 Was ist eigentlich Pathos? Apropos Brille, ja, das ist übrigens eine gute Idee, die hätte ich mir auch aufsetzen sollen. Ich hasse es, wenn meine Nachbarn jetzt irgendwie einen Stuhl oder sowas oben schieben, weißt du, dann kommt noch so ein Geräusch. Ah. Ach, wie praktisch. Der Karel meint gerade, dass ein Bot noch ganz hilfreich wäre. Das sieht nach Rätsel aus. Es klingt auch nach Rätsel. Hier können wir interagieren. Data Buffer available. Wie cool das aussieht. Da ist ein abgestürztes Flugzeug. No storage permitted. Epsilon. Wir sind offensichtlich in einer Unterwasserwelt. Versiegel das Ding. Können wir hier diesen Roboter bedienen? Ich denke mal nicht. Funktioniert nicht. Hier ist schon wieder irgendwas. Immer wenn diese Dinger dann hier sind. Hier ist aber irgendwas gar nicht mehr in Ordnung. Da fasse ich nicht an. Nein. Ich will nicht. Okay. Offensichtlich können wir uns an den Dingern heilen. Gefahr besteht nicht. Was? Ah! What was that? Wir haben ihn ausgelöscht. Was? Es tut nicht mehr weh. Ja, wie kommt... Ah ja. Okay.
hier irgendwie nicht durchgehen. Wobei, es sieht eigentlich doch ganz angenehm aus. Robot Assembly. Ah. Hier sind offensichtlich die Roboter unterwegs. Dennoch hängen hier Server in der Wand, ist ja klar. Ich will nicht dahin. Aber am Ende muss ich immer dorthin, wo ich nicht hin will. War schon damals so. Schule. Ah, ich glaube, hier sind wir richtig. Ich glaube, das Symbol rechts unten sagte mir, dass wir hier einen Speicherpunkt haben. Oh ja. Einladend. Hm. Das wird ja immer mehr von dem Zeug. Da bewegt sich was. Es ist ein Roboter. Solange er uns nicht sieht, können wir vielleicht... Der lutscht da an diesem Ding rum, an dieser Knospe. Hey, can you hear me? Don't. Es guckt uns an. Getötet. Diese seltsamen Knospen. Funksignal blockiert. Zu wenig Strom. Manuelle Boot-Sequenz. Tun? Kann ich da offensichtlich nichts. Ein Zettel. Auf keinen Fall das Strukturgel-Leck berühren. Sein Effekt auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI ich kann nicht ganz so gut Polnisch gemeldet. In diese Tür. Station Station Control. Ein Studio mal wegpacken. Vielleicht können wir hier, da können wir nichts tun, aber was ist mit dem hier? Was steht da? Ich will zwar eigentlich nicht da rein, aber ah. Oh ne, ein Rätsel.
Müssen wir jetzt... Ah, okay. Offline, offline geschlossen. Flüssigkeit. Türen aufschließen. Welche Tür? What the heck? Ist schon sehr geil gemacht, muss ich sagen. Die Turbinen laufen nun bei 3600 Umdrehungen pro Minute. Die Hauptstromversorgung ist anscheinend aktiv. Oh, what is... What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, oh, signal... Damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Das Signal verstummte. Ja, es ist tatsächlich nicht so gruselig, wie ich jetzt erwartet hätte, aber ich glaube, das kommt noch. Wir rumspielen. Sollen die Treppe hinaufgehen. Immer diese Impfung, nur so weil man rot ist. Liebe Nachbarn, bitte hört auf, eure Möbel hin und her zu schieben. Hier kommen wir, denke ich mal, nicht rüber. Hat nicht funktioniert. Ich wollte eigentlich einen anderen Weg gehen. Ach so. Hier kommen wir auch wieder hoch, sehe ich gerade. Ich möchte es ungern sagen, aber meine Nachbarn oben tun gerade seltsame Dinge. Ich hoffe, man hört es einfach nicht. Wenn die wüssten, dass hier unten Livestream läuft, dann würden die, glaube ich, instant aufhören. Disco-Kugel. Oh, scheiße. Andere Kopfhörer. Irgendein komisches Maschinchen. Ich geh mal gerade. Ich hoffe, ich bin da hin. Ich hoffe einfach, er sieht uns hier. Wo kommt der hin? Nein. Ah! Was? Nein. Ich höre ihn, Ah! Nein. Geh weg. Oh. Hi. Mein Name ist... Ich bin Morten.
Willst du nicht spielen? Wo ist der? Nein. Gute Idee, keine gute Idee. Gute Idee. Alter! Dummes irgendwas. Ich sehe so schön bunt. Was? Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Oh Gott, nein, der patrouilliert jetzt hier auch noch. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Meine Sicht gleicht gerade der ein wenig wie am Morgen. Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Ich hoffe einfach, er kommt hier nicht hoch. Was ist, was ich... Ach, einfach Hebel umdrehen. Scheiß drauf, was der Hebel macht. Der macht nichts. Wir müssen da durch. Ich habe keine Ahnung. Ah. Komm schon. Oh, ist ja wie am Morgen ohne Kaffee. Achso, wer was? Du siehst uns nicht. Nein. Hallöchen, Ducano. Willkommen im Stream. Weil hier sieht es gerade schon wieder so verboten einladend aus. Oh. Sowas habe ich bei mir auch im Schrank. Da ruft wieder jemand, Alter. Kriege ich direkt schon wieder Hunger. Eine Benachrichtigung. Ich suche eigentlich gerade nach irgendeiner Knospe. Ist das da wieder so eine Knospe? Ja. Dass da aber jedes Mal die Lichter gleich alle kaputt gehen müssen. So. Wir können unsere ID eingeben. Lockdown. Process initiated. Check terminal for details. Warte mal, wir können ja... Ja, ich weiß. Wir können ja mit Tab eigentlich... Hallo? Ich hätte mir vielleicht am Anfang irgendwie unsere ID aufschreiben sollen. Da bewegt sich doch schon wieder was. Hallo? Yay! Godsheep. Wow. Amy ate Carl. Passes Buddies. Aha. Ah ja. Amy's Sketchbook. Ah ja. Die hatten wohl ihren Privatraum hier. Ein Fleck vor der Tür. Lecker. Ein Kackrohr. Hier sind wieder Spuren. Da liegt ein Robo rum. So, von hier unten sind wir gekommen. Das sieht so aus, als ob das hier schon eine ganze Weile so rumschmuddelt.
sind das für Maschinen? Wegen sich die Klamotten nochmal nach. Ach, tatsächlich. Wie kommt man denn? Kommt man hier rein? Ah ja, doch, wir kommen hier rein. Hey, is that you? What happened to the pilot seat? Was?